Herzlich willkommen bei Viel Glück. Ich möchte dir heute erzählen, worauf du achten darfst bei der Lichtgestaltung in deinem Wohnzimmer. Hier geht es nämlich um drei wichtige Punkte, die du beachten solltest, um wirklich eine Stimmung und Gemütlichkeit zu erzielen. Der erste Punkt ist in einem Wohlfühlzimmer, dass du erstmal eine gute Grundbeleuchtung hast. Das heißt, du kommst zur Tür rein und hast sofort den Lichtschalter, um ein Deckenlicht anzumachen, was erstmal den Raum grundsätzlich erhält. Das ist einfach wichtig, um sich erstmal zurechtzufinden, um nicht verunsichert zu sein, im Dunkeln tappen zu müssen, bis man irgendeine Stehlampe oder irgendwas Ähnliches angeschaltet hat. Nach der Grundbeleuchtung ist der zweite Punkt, der wichtig ist, eine Punktbeleuchtung zu haben. Hier geht es darum, bestimmte Punkte zu akzentuieren. Sei es nun dein Lieblingsbild, wo du vielleicht einen Spot drauf richtest, oder sei es nun die Leselampe, die direkt an deinem Lieblingssessel steht, dass du auch wirklich entsprechend gutes Licht hast, um dein Buch, deine Zeitschrift oder sonst was lesen zu können. Der dritte Punkt ist, die Beleuchtung wirklich für eine gemütliche Stimmung, zum Entspannen. Hier hast du verschiedene Optionen. Es gibt natürlich einmal das Kerzenlicht, klar. Dann hast du die Möglichkeit, mit Lichterketten zu arbeiten, die auch das ganze Jahr funktionieren und schön sind. Die nächste Möglichkeit sind dimmbare Lampen. Und hier möchte ich dir ganz wichtig empfehlen, nimm keinen normalen Dimmer, weil der eine extrem hohe elektrische Belastung für dich hat, weil der eine große Strahlung hat. Das ist also nicht so entspannt, auf Dauer unter so einer Lampe zu liegen. Hier gibt es mittlerweile Lampen, die Birnen, die in dreistufiger Schaltung funktionieren. Es gibt unterschiedliche Firmen, du wirst es finden, die nennen sich Drei-Stufen-Lampen, wo du halt drei verschiedene Lichttöne hast, um durch ein An- und Ausschalten und Weiterschalten quasi zu deinem gedimmten Lichtton kommst. Das heißt, du hast ganz helles Licht, mittleres und auch wirklich so Licht, wo man wirklich nur gemütlich bei entspannen kann. Oder du hast eine Lampe mit einem Color-Changing-Effekt. Das heißt, du hast eine Funktion, wo du zwischen verschiedenen Farben und Stimmungen dafür im Raum komplett verändern kannst. Du hast also die Möglichkeit, mal durch ein warmes Rot eine ganz warme Atmosphäre zu kriegen oder durch ein Blau eine entspannte, etwas kühlere Situation. Je nachdem, wie du dich fühlst, ob du Gäste hast oder was für dich dann da auch gerade wichtig und gut ist. Das sind die drei wichtigen Tipps, die du beachten darfst, um wirklich unterschiedliche Lichtquellen verschieden einzusetzen, weil ich sage immer, jeder Raum braucht mindestens diese drei Faktoren, um sich wirklich wohlzufühlen und für alle Lebenssituationen in dem Raum entsprechend agieren zu können. Hier gibt es natürlich auch noch zu beachten, dass wenn es ein Arbeitsbereich ist, vielleicht auch nochmal eine Tageslichtlampe mit einer entsprechenden Helligkeit einfach gut von Funktion ist. Ja, und du einfach schauen kannst, was du vielleicht an bestimmten Bereichen noch ergänzen möchtest. Aber diese drei Grundlampen sind erstmal ganz entscheidend und wichtig und probier es einfach mal aus. In der Regel haben viele Leute das schon. Aber ja, ich wünsche dir ganz viel Glück und ja, ein wunderbares Wohlfühlen in deinem Wohnzimmer.